Genauso weiter. Schwester! Oh, Sandro, es ist so schön. Das ist deine Schwester? Warum redest du immer so komisch pervers mit den Kunden? Ich rede normal. Was ist das für ein Gänger? Mach doch mal ein bisschen mehr. Dann wirst du die Karotte nehmen und sie Kummer in den schieben. Du musst hingucken, ja? Das hat was mit Respekt zu tun. Soll ich drauf spucken? Und rein damit. Du isst nur die Karotte. Hallo, liebe Zuschauer. Willkommen zurück auf diesen Kanal. Schauen wir uns an, was Lloyd so treibt. Nein. Ich suche diesen Mann ebenfalls. Ein Mann, der es geschafft hat, ohne seine Männlichkeit zu überleben. Richtig. Isco Arfiripin. Ich habe in meinem Leben viele Männer kastriert, sprich zum Eunuchen gemacht. Und ihnen das entzogen, was ihnen am wichtigsten war. Aber wie hat es dieser Lloyd geschafft, das zu überleben und trotzdem so viel Männlichkeit aufzuweisen? Verabschiede dich von deiner Chinchis. Bitte nicht! Nein! Schrei! Ich will das Schreien hören. Oh, weiter. Geh so weiter. Nur ein Spaß. Feuerwerke sind doch was Schönes, oder? Der großartige Isco Alfiripin, ein großes Mitglied von Menes, hat sich in die Hose gepinkelt. Was bietest du mir, damit ich dieses Bild nicht weiterleite? Was immer sie möchten. Ich tue, was immer sie möchten, wirklich. Wirklich alles? Wirklich alles, ja. Wirklich alles? Ja, wirklich alles. Okay. Da hör mir jetzt ganz genau zu, denn ich werde dir das nur einmal sagen. In der nächsten Woche, wenn du spätestens bis zum Sonntag Senju nicht geheiratet hast, dann werde ich dafür sorgen, dein kleiner Nuchinchin abzuschneiden, in Reis mit Seetang einzurollen und dann letztendlich deiner Familie zu verfüttern. Und das Beste daran ist, ich werde das als Hähnchenfleisch verkaufen. Und sie werden davon nichts merken. Okay, ich will's tun. Und wenn ich irgendwie bemerke, es ist noch eine andere Frau mit im Spiel. Wie, was für eine Frau? Dann Gnade der Gott. Wie bitte? Richtig. Oje, wenn du dich um ihn kümmern willst, mach es jetzt. Oh, ich bin tatsächlich nicht wegen ihm hier, ha? Falls du auf dumme Gedanken kommst, draußen stehen zwei schwer bewaffnete Männer. Ich verstehe. Wenn du wirklich möchtest, dass Isco das Ganze überlebt, das tut, was er will. Möchtest du, musst du das tun, was ich von dir will, ha? Gut. Was hey, bin ich irgendwie kein Mensch mehr? Wer hat dir erlaubt zu reden? Tut mir leid, ich hab mir nur in die Hose gepingelt und ich bin hier so in der Ecke. Das gefällt mir, ha? Bruder, wie cringe, wenn wir beide so lachen! Also. Wie ist dein Name? Mein Name ist Mahiru. Bedeutet auf Japanisch die Mitternacht. Denn ich bewege mich mit dem Schatten. Ich habe ein Angebot für dich, Mahiru. Mir gefällt. Hallo? Ich sag mal deine Experimente, ha? Das ist ja noch gar nichts gewesen. Aus dem Grund habe ich ein Angebot für dich. Ich bin ganz ohr. Um das Ganze zu tun, was du vorhast, lebst du sehr gefährlich, ja? Das Leben ist immer interessanter, wenn es mit einem kleinen Risiko verbunden ist. Oh, das Risiko bleibt. Doch du hast das Arsenal, vorausgesetzt du nimmst an, um alles zu benutzen für diese Machenschaften, ha? Das Einzige, was ich dafür verlange,
ist, dass du ein Teil von uns wirst. Ein Teil von mir. Ein Teil von ihnen. Du musst niemanden respektieren. Außer uns, ha? Mir gefällt es, wie sie reden. Denn bei uns in Japan gibt es ein Sprichwort. Die Wissenden, sie reden nicht. Und die Redenden, sie wissen nicht. Orale. Ich denke, in Zukunft könnten wir durchaus die gemeinsamen Ziele haben. Wenn du für uns agierst, trägst du unsere Maske. Außerhalb bleibst du immer noch die, die du bist. Und keiner erfährt, dass du ein Teil davon bist. Die einzige Sache ist, dass Sisko alles mitbekommen hat. Und deshalb... Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Wir erpressen ihn so sehr, dass er am liebsten sterben würde. Oder wir bringen ihn um. Könnte es schmerzhaft sein? Ich kann's schmerzhaft machen. Was hältst du davon, Esko? Es ist nicht wunderbar. Oh, wie bitte? Was? Ich hab geschlafen. Ich hab nichts mitgehört, wirklich. Ja, wirklich. Er ist ein Teil von Menace to Society. Eine Gruppierung, die eine Bruderschaft ist und keinen Respekt vor niemanden hat. Ich verstehe. Kein Respekt also. Isko, müsstest du als Asiate nicht besonders viel Respekt haben und Ehre? Wie bitte? Als Asiate müsstest du da nicht besonders viel Respekt haben. Ja, ich muss gucken, ob er überlebt. Natürlich habe ich Respekt. Weil worum geht's denn? Ich hab ihr Gespräch nicht zugehört. Oh, ich könnte es für dich wiederholen. Möchtest du das? Nein, ich möchte nicht involviert sein, bitte. Gut. Was machen wir mit ihm? Ich wäre für seinen Tod. Ich glaube, ich wäre auch für seinen Tod. Ich wähle nicht dafür tatsächlich. Gut. Wie langweilig. Kann ich auch noch jemanden dazu rufen, der vielleicht auch für mich entscheidet? Das ist doch unfair. Vielleicht rufen wir Senju an. Ja. Wie du möchtest. Es ist dein Spielzeug, ha? Guten Abend, Schwesterchen. Ich habe hier jemanden, der dich reden möchte. Hallo? Hallo? Senju? Isko? Was machst du mit meiner Schwester? Oh, Senju, ist es so schön. Das ist deine Schwester? Ja. Meine Schwester ist ganz, ganz lieb. Senju, ja. Hat Mahiro sehr, sehr lieb. Ja, genau. Senju? Wenn du die Wahl hättest, dass ich sterbe oder lebe, was würdest du auswählen? Natürlich leben, Isko. Senju hat dich auch lieb. Oh, okay, danke. Ich was danke dir, Senju. Senju. Wir haben wohl jetzt ein kleines Problem. Es gibt eine weitere Möglichkeit. Die Waffe, die ich besitze, die benutzen wir eigentlich für die Elitas, die aus der Familie gehen. Bist du damit niedergeschossen? Erinnerst du dich nicht an die Zeit von Elita? Haben sie nicht so ein Licht wie bei Men in Black? Du bist bereits der Dritte, der diese Frage stellt. Oh. Und tatsächlich sowas in der Art besitze ich. Also, ich würde davon abladen, dass wir irgendwelche Waffen an mir nutzen, Sir, bitte. Ich sag auch nichts. Es bleibt alles unter uns. Oh, wenn die Menschheit so einfach wäre, nichts zu erzählen, ha? Zwangshochzeit ist wichtig, Bro. Die können wir verklauen. Es kommt kein Wort aus meinem Mund. Ich habe eine andere Idee. Nein, bitte nicht schon wieder mit dem Messer. Nein. Oh. In Japan hatte ich, wie soll ich sagen, einen bestimmten Spitznamen. Man nannte mich auch Mahiro der Shinigami. Shinigami bedeutet übersetzt die Todesbringerin. Ich habe also kein Problem damit. Ja, das war voll random gerade. Diesem Leben ins Jenseits zu befördern. Genauso wenig, wie ich kein Problem damit hätte, meine eigene Schwester zu töten. Das würden Sie niemals tun. Und das würde ich niemals zulassen, hören Sie? Ich habe mein Auge geopfert. Ich würde alles tun. Deshalb machst du einen Fehler, werde ich alles an Senju rauslassen. Und tust du Senju auch nur ein Haar klümmen, dann verlierst du nicht nur dein weizelles Auge, sondern auch deinen Kopf. Du bist ja richtig niedlich.
Kein Wunder, warum sich Senju und ich verliebt hat. So, das ist also der Stand der Dinge. So was Falsches. Und ich werde Senju dafür büßen lassen und ihr kleines Herz brechen. Was haben Sie gesagt? Ich habe gesagt, mach etwas Falsches. Und ich werde Senju dafür büßen lassen. Das können Sie sich gewaltig abschminken. Aber nicht, weil ich nichts Falsches machen werde, sondern Sie werden Senju niemals anfassen. Sie redet wie Leute, deswegen gefällt es mir so sehr. Nicht solange ich lebe. Weißt du, was so toll an der ganzen Sache ist? Isco, Senju liebt dich genauso sehr, wie sie auch mich liebt. Ist das nicht total lustig und interessant, dass sie denkt, sie kann uns beiden vertrauen, aber einer von uns beiden wird sie am Ende des Tages sein Messer in den Rücken stechen. Sie ist so leichtgläubig. So leichtgläubig ist sie nicht. Senju ist sehr intelligent. Du merkst es nur nicht, weil du keine Zeit mit ihr verbringst. Sie ist viel zu leichtgläubig und sie ist schwach. Oh, mich wundert nein. es, dass sie überhaupt noch lebt. Oh nein. Senju ist sehr, sehr intelligent. Wie gesagt, du kennst sie nur nicht so gut, weil, keine Ahnung, du kannst ja wahrscheinlich nicht mal richtig sehen, weil dir ein Auge fehlt. So, ja doch. Au, hast du da irgendwas drin in den Handschuhen? Nein, ich bin einfach nur stark. Das hat ehrlich wehgetan. Gut, das war's von meiner Seite aus. Das hört sich wunderbar an. Du nimmst den Deal an, korrekt? Ich nehme den Deal an. Perfekt. Dann warte bitte vor der Tür. Ich habe noch ein, zwei Worte mit Isco zu besprechen. Nein. Übrigens, die Jacke meines Opfers nehme ich wieder mit. Ja, bitte. Sayonara. Yoroshiku onegaishimasu, Isco-kun. Mr. Büffel, ich dachte, wir hatten schon das Vergnügen. Oh, das hatten wir. Was möchten Sie diesmal von mir? Diesmal muss ich dir sagen, dass du dich nicht gleich mehr erinnern wirst, was hier passiert ist. Auch wenn du mit dir das Haus gemacht hast. Ha. Was soll das denn? Das können Sie nicht antun. Das ist ungerecht. Es geht hier um Senju. Natürlich. Das ist mir bewusst. Doch es reicht nicht. Ich kann nicht nach deinem Wort vertrauen. Sind Sie ein Mann des Wortes, Büffel? Nein, ich bin ein Mann des Todes. Können Sie mir eine Sache versprechen? Welches? Ich kann mich jetzt vermutlich an nichts von diesem Gespräch hier erinnern. Korrekt. Das heißt, ich würde Sie darum bitten, dass Sie mir versprechen, dass Senju nichts passiert. Senju, ich werde dir niemals dieses Versprechen geben, denn Senju ist mir egal. Dann fahren Sie zur Hölle. Aber ich kann dir das Versprechen geben. Sayonara. Yolo. Es ging nicht anders. Er hat sich gewehrt, also musste er vergessen. Wir können ihn beim Mediziner rauslassen. Er weiß sowieso nichts mehr. Lass mich bitte kurz allein. Lassen Sie jetzt alleine, ne? Kommen Sie bitte alle raus. Wie ist dein Name? Super Agent Kumar. Ey, wollen wir nicht unter vier Augen? Wer ist er denn? Nun ja, wenn du leise genug sprichst, hört er dich nicht. Er ist zu meinem Schutz. Kannst du dich nicht selber schützen? Ich mach mir die Finger ungern dreckig. Also, ja. Ranjit Kumar, ja. Was dachtest du, was dabei rauskommt, wenn du das Ganze tust, ha? Ich werde dich zerstören. Unmöglich. Du wirst keine Ruhe mehr haben hier von mir. Denn das ist meine Stadt, ha? Nee, das ist nicht deine Stadt. Das wird dein Grab hier. Mein Grab? Jeden Tag werde ich dich suchen. Jeden so Tag wie du dachtest, dass du vor Gericht gewinnen kannst. Ja, nur weil du ganz, ganz tief den Schwanz in den Mund genommen hast vom Richter. Ja, ich habe das gesehen, wie der dich angeglüht hat, ganze Zeit, ne? Du Sexverhältnis von dem, du Affäre. Ich werde dir meine Macht zeigen. Und als erstes werde ich einen deiner Zeugen demnächst hinrichten. Nee, weil ich mach das zuerst. Eine Hinrichtung ist was anderes, als jemanden abzuschießen. Merkt ihr das, Ranjit Kumar? Ich mach das aber trotzdem zuerst. Egal was du machst, ich mach's zuerst. Du wirst noch viel lernen in dieser Stadt. Glaub mir, ne? Guck, am besten lässt du dir Augen in den Hinterkopf einpflanzen von deinem Schönheitschirurg, ne? Damit du immer nach hinten gucken kannst. Ich muss nicht nach hinten gucken, Ranjit. Die Stadt guckt für mich. Nee, weil wer zuletzt lacht, der lacht am bestesten. Und was ist, wenn ich gar nicht lache? Dann machst du auch gar nicht mit, weil dann bin ich nämlich der, wo als erstes und als letztes lacht.
Du hast recht. Es wird auch nicht passen, ne? Ich lach jetzt mal, weil du hast gerade gelacht, weil ich bin der, wo als letztes lacht. Ja, hahaha. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Das ist echt ein Unterschied, du Hochlandkuh. Ranjit. Kackst du Milka? Wir werden uns sehr bald wiedersehen. Ja, das glaube ich auch, ne? In der Forensik besuche ich dich dann. Ich werde dich finden. Ich finde dich aber zuerst. Das glaube ich weniger. Nee, ich glaube das aber zuerst weniger. Ich weiß jetzt, wer du bist. Mehr wollte ich nicht, ja? Ja, jeder weiß, wer ich bin. Ich bin Ranjit Kumar Super Agent. Und ich werde dir zeigen, wer ich bin. Bis bald. Adios. Die nächsten Wochen steht bei mir auf dem Speiseplan Buffalo Wings. Natürlich. Fisch. Ja. Was meint der? Sie Büffel? Wunderschönen guten Abend, Herr Büffel. Warum Mr. redest Büffel? Du immer so komisch pervers mit den Kunden? Ich rede normal. Normal? Kann man für Sie was tun? Brauchen Sie was? Oh, ich wollte mir das nur mal anschauen. Mr. Büffel? Natürlich gerne. Warum hatten denn die Männer so viel Angst vor Ihnen? Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Warte, bloß gar nicht abhauen jetzt, ja, du kranker Stalker. Willst du mein Eier sehen oder was? Willst du mein Eier in die Schrein haben, 50-fach oder was? Es gibt Ärger. Mein Name ist Nummer 1. Ich wurde beauftragt, euch festzunehmen und höchstwahrscheinlich hinzurichten. Was, uns hinrichten? Das ist richtig. Oh, das ist aber auch echt übergriffig. Das Ganze soll stattfinden. Ich glaube, der ist ein Frauenhasser. Ich glaube auch, ne? Das ist korrekt. Mir ist es egal, ob Frau. Wir haben doch nur zwei Frauen in unserer Gruppe. Sei still, René, du bist einer davon. Das Ganze soll stattfinden, weil ein gewisser Kumar bei euch sein soll. Wer von euch ist das? Der ist gerade nicht da. Der ist gerade nicht da. Ja, der hat Durchfall gehabt. Ey, wir können nicht die Leute anlügen, die haben Waffen. Ja, scheiße. René, deswegen. Okay, ich bin's, der ganz rechts. Habt ihr uns gerade versucht anzulügen? Das ist René Kumar. Also er ist Kumar. Ja. Damit du Bescheid weißt, bist du jetzt Kumar oder nicht? Ich weiß es selber nicht genau. Damit du Bescheid weißt, Kumar wird jetzt vor euren Augen hingerichtet. Ja, er ist das. Bekomme ich noch eine letzte Mahlzeit oder so? Nein. Ist das nicht gängig? Nach der Hinrichtung. Noch einen Wunsch, kann ich noch meine Mutter anrufen? Wird es auch keinen Bruder von dir geben, der auf einmal wieder mit diesen Leuten abhängt? Da hast du mein Wort drauf. Haltet ihn fest und bringt ihn wieder her. Das ist die gewisse Angst, die besteht, wenn man kurz vor dem Tod steht. Könntest du mir irgendein Zitat vorlesen? Du hast eine Stimme dafür, irgendwas Tiefgründiges. So. Peppa Pig. Es soll noch einen Unterricht geben. Nee, irgendwas wird das, die Mahlzeit. Einen gewissen Harmoni. Wer von euch ist das? Außer der Mama. Lass uns einfach unterhalten. Der ist ganz rechts. Wie war dein Tag heute? Ich bin Harmoni. Sollte nochmal diese Frau sprechen, bekommt sie ebenfalls die Henkersmahlzeit. Ey, sie ist mit mir verheiratet. Wenn ihr einer den Mund verbietet, bin ich das. Du kannst sie im Grab dann besuchen. Also, wer von euch ist Harmoni? Ich bin Harmoni. Gut, Harmoni. Auch du ebenfalls. Soll's mit Kumar zusammen hingerichtet werden. Wer hat denn den Auftrag gegeben dafür? Der Auftrag wurde gegeben worden von Mr. Büffel. Sagt euch der Name was? Ist das der mit dem kleinen Ja, der Name sagt mir was. Gut. Wer genau ist das? Der Büffel oder was? Zieht seinen Ausweis. Ich habe nichts damit zu tun gehabt, was mit der Gerichtsverhandlung war. Das war alles gut. Chito. Ich glaube, dieser Mann versteht nicht, wie ernst die Lage ist. Na Nico, dein Ausweis. Hier, René, bitte, nimm sie ihn doch. Gut, René, du hast scheinbar keine Angst vor dem Tod, richtig? Doch, wenn sie es so sagen, schon. Deine Wortwahl sah aber nicht danach aus, als hättest du Angst. Ich frage sie jetzt mal was. Wenn drei ihrer angeblich besten Freunde sie ausliefern, was ist dann ihr Leben eigentlich noch wert? Es ist mir völlig egal. Genau das meine ich. Hast du Angst oder nicht? Bringt ihn wieder her. Also ich frage nochmal, wer von euch ist Kumar? Ja, ich bin's. Ja, ich gebe zu, ich bin's. Was für ein Zufall. Nee, das ist ja kein Zufall. Ich bin ja geplant hier. Ich habe mitgenommen. Ich bin ja nicht hier spazieren gewesen. Ich seh dir mal deinen Ausweis. Brauchst du nicht. Er sagt die Wahrheit. Gut. Natürlich wissen wir von Anfang an, wer ist. Oder denkt ihr, wir sind Anfänger? Ja. Also nein. Hamudi, du hast scheinbar etwas getan, was Mr. Büffel wütend gemacht hat. Was könnte es gewesen sein, Hamudi? Also eigentlich, wir waren bei der Elite. Okay,
Wir sind da zum Continental gegangen, zusammen mit Ranjit und der René, der gerade umgeschossen wurde. Und zwar sind wir da zum Continental gegangen und wollten eigentlich nur 5000 Euro von der Elite haben, weil die Elite auf der Straße den Komar zusammengehauen hat. Und dann haben wir das ein bisschen dramatisiert, weil die uns diese 5000 nicht geben wollen und sind dann vor Gericht gegangen deswegen. Und damit wir wirklich Aufmerksamkeit kriegen von der Elite, haben wir einen hohen Kopf von der Elite genommen als Beispiel, damit wir auch gehört werden, weil wir 5000 Euro haben wollten. Ich verstehe. Versteht ihr, was eine Hinrichtung bedeutet? Versteht ihr es, was es bedeutet, wenn wir gerufen werden? Ich hatte sowas noch nie. Erkläre es ihm, Amuri. Ja, wenn er dich hinrichtet, bist du halt tot, ne? Und tot. Ach, wirklich? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Guten das heißt, Morgen. Du kannst nicht mehr aufwachen. Ja, super. Er meint damit, dass es nicht so ein Ding ist, wo du sagst, oh, ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern, sondern du bist tot. Ja. Da kann kein Bungee kommen aus Bangladesch. Ja gut, dann kommt halt keiner mehr, ne? Dann war's das. Wollt ihr das? Natürlich nicht, ja. Was ist das für eine dumme Frage? Es ist eine rhetorische Frage. Denn Mr. Büffel wusste bereits, dass dies die Antwort sein wird. Ja, natürlich. Ja, also ich habe ja keine geistige Beeinträchtigung. Deswegen wird Folgendes passieren. Das ist Option Nummer 2. Was war denn die erste Option nochmal? Eure Hinrichtung. Nee, das würde ich ungern nehmen. Was ist denn Option Nummer 2? Das, was ihr Mr. Büffel behauptet hat, dass er getan hat. Hamudi wird entfesselt. Deine Hose wird... Und was? Du musst ihm die Karotte... Ich hab... Bei Hose war ich raus. Nochmal bitte. Nee, ich glaube, ich soll die... Lass ihn doch einfach vergiften. Das, was wir erfunden haben, Ranjit. Das, was Chito erfunden hat, meinst du? Ja, das, was Chito erfunden hat, sollen wir jetzt wirklich machen. Das heißt, die geben mir jetzt eine Karotte und dann setze ich auf diese Karotte drauf. Okay, was Option Nummer 3? Option Nummer 3? Ja. Ist die Option Nummer 1 oder Nummer 2 zu wählen? Würdest du mir die Karotte einführen? Ach, warst du duschen heute? Ja, hast du deine Strap-on-Karotte dabei? Mr. Uno? Nee. Er hat mich gerade versucht zu bestechen. Er wollte mir 50 Euro geben. Dass ich ihn freilasse. Ich verstehe. Bring ihn doch bitte mal hierher. Was ist das für ein Geier? Mach doch mal ein bisschen mehr. Wie ist sein Name? Ja, reden Sie. Ich bin der René. Sie haben doch meinen Ausweis gesehen. Gut, René. Versuchen wir es ein letztes Mal. Solltest du diesmal weglaufen, wird der Schuss, der dich trifft, der endgültige Schuss sein. Okay. Also, René. Hast du Angst vor dem Tod? Haben wir das nicht alle? Du scheinbar nicht. Nee, also nicht alle haben Angst vor dem Tod. Ich war mal mit jemandem zusammen, der hieß Lloyd. Das war jemand, der wollte sterben. Wurde gesagt, dass sie sprechen? Ach so, nee, stimmt. Also, danke. Tatsächlich interessiert mich diese Geschichte. Soll ich Ihnen ein wenig davon erzählen? Erzähl davon. Also, ich kannte mal einen Lloyd, ne, der hat das Santa Sofia-Kartell geleitet. Und der wollte sterben. So, er hat gesagt immer, sein Zitat war immer, dass man erst Frieden hat, wenn alle tot sind. Er hatte nur ein Ei. Nee, er hat, glaube ich, gar kein Ei gehabt. Seine Hoden wurden abgeschnitten. Deswegen ist er auch immer so gehumpelt. Und der war richtig nervig, ne? Der war richtiger Psycho. Der hat manchmal so mit sich selbst geredet, hat angefangen zu zucken. So, im Lloyd. Kennst du den noch, was der Lloyd gemacht hat? Auch das letztens zum Beispiel... Sprich lauter. Du musst lauter sprechen. Ja, ich war Hausmeister damals bei dem, ne? Der hat nämlich einmal meinen Lohn bezahlt, ja? Und am Wochenende hat er manchmal seine Cousine mitgebracht, ne? Und da habe ich immer so ganz eklige Sachen gehört aus dem Arbeitszimmer. Sowas wie, oh Leute, ja? Was du mit den 5 cm machen kannst, du verzauberst mich ja. Und dann hat er gesagt, ah, oh, Cousine, du verzauberst auch mein Stachele. Ja, und dann ging es die ganze Zeit, also das war wirklich, also der war ja total Panne. Ja, und um den geht's hier gerade. Erzähl ihm mal das wo Lloyd Dings Theaterstück gespielt hat. Ja, Lloyd hat immer Theater gemacht, ne? Der hat wegen alles angefangen, direkt zu weinen, ne? Und hat immer rumgeheult. Alle fahren über mich drüber, ja, ich werde down eingepackt und muss bellen wie ein Hund überall, ja. Der war jeden Abend, war der 4 Stunden auf Stadttour und hat überall den Hund gemacht, ne? Ich verstehe. Nun, nachdem wir fertig sind und ihr über einen Liebhaber gesprochen habt, können wir ja weitermachen. Denn scheinbar ist er in eurem Kopf geblieben. Mr. Uno? Er heißt jetzt 1 oder Uno? Sie.
Können wir Uno spielen? René, möchtest du was fragen? René, was möchtest du fragen? Normalerweise würde ich jetzt sagen, ich habe Frau und Kinder, deswegen lassen Sie mich bitte gehen und nehmen die anderen. Aber das wäre auch nur ein Wunschgedanke von mir. Deswegen wollte ich mich jetzt hier für meine besten Freunde, ne, die drei hinter mir, opfern. Und wenn Sie sie gehen lassen, dann würde ich alles für sie tun. Ja, bis ans Lebensende. Alles für uns tun. Ich würde sogar eine Tiermaske aufziehen. Ja, aber Herr Uno, Sie müssen bedenken, ja? René, meine ich, hat schwerbehinderten Ausweis, der hat Leistenbruch gehabt, weil seine Cousine ein bisschen Übergewicht hat und der darf nur bis 5 Kilo darf der tragen. Ja, also der ist nicht so eine gute Arbeitskraft. Verstehe ich das richtig? Du würdest alles tun. Ja, alles. Wenn Sie das, sagen Sie das nicht so merkwürdig, bitte. Würdest du alles tun oder nicht? Definieren Sie bitte alles. Alles. Ich meine, ich bleibe bei meinem Wort. Bleiben Sie bei Ihrem. Ja, das würde ich tun. Ich bleibe ja immer bei meinem Wort. Verstehe. Dann wirst du die Karotte nehmen und sie Kuma in den Arsch schieben. Das ist ein Befehl. Nochmal bitte? Die Karotte. Ich glaube, ich habe gerade was Falsches verstanden. Du hast sie richtig verstanden. Also ich habe jetzt eher an so Loyalität beweisen gedacht oder für sie arbeiten und keine perversen Spielchen. Oh, falls du es nicht weißt, hat Kuma genau das vor Gericht gesagt. Und Mr. Büffel sagt, es ist nur fair, wenn es wirklich passiert. Die Entscheidung liegt bei dir. Habe ich Alternativen? Die Hinrichtung. Ja gut, dann nehme ich das wohl so hin. So sei's. Kommst du auf dumme Gedanken? Weißt du, was passiert? Ich habe nicht zugehört. Was muss er jetzt machen? Er muss mir eine Karotte in den Arsch schrammen. Ach, ist doch nicht so schlimm. Das geht eigentlich. Wenn man bedenkt, dass wir sonst hingerichtet werden, ja, ist das ein guter Deal. Ja, ja, ja. An die Sicarios. An jeden einzelnen Sicario, hört mir zu. Ich glaube, das heißt Wassermann. Ich meinte nicht dich damit. Halt deine Okay, sorry. Wie redest du? Es fängt an zu regnen. Das heißt, der Superbulle Kalito ist in der Stadt. Seid vorsichtig. Denn der Regen kommt nur, wenn er kommt. Das hört sich sehr zweideutig an. Und wer kommt aber jetzt in René? Du. Wenn er mit der Karotte fertig ist, entfesselt René und zieht Kuma die Hose aus. Oh Mann. Ich kann das nicht mit ansehen, Mann. Doch, ich schon. Ihr müsst hingucken, ja? Das hat was mit Respekt zu tun. Ich ekel mich vor ihm, wenn er die Hose auszieht. Ich schneide dir deine Hose weg. Oh Mann, die war sehr teuer. Das ist ekelhaft. Das stinkt gleich richtig hier. Nee, ich würde es richtig stinken. Junge, das stinkt. Du hast das letzte Mal geduscht, du eklig. René? Das riecht nach Chicken Masala hier. René. Soll ich mich über die Motorhaube beugen oder wie willst du es haben, René? Was ist dir lieber? Fragen Sie da doch lieber den Herrn Uno. Ich erlaube mir diese Aussagen nicht. Er ist der Game Master dieser verrückten Sexshow. Wie wollen Sie es haben, mit oder ohne Augenkontakt? Das ist mir egal. Ich soll ein Video an Mr. Büffel schicken. Wer macht denn das Video? Einer dieser Männer. Ich kann nicht beides machen. Warte, ich mach dir Platz. Gleich ist vorbei, ne? Ja, auf drei. Mach ein bisschen Wasser dann, ja? Moment. Soll ich drauf spucken? Moment. Ja, ja, genau. Schön drauf spucken. 3, 2, 1 und rein damit. Mr. Uno, soll ich wieder rausziehen oder bleibt er erstmal drin? Er kann drinbleiben. Dein Job ist getan. Finde ich das viel zu witzig dafür. Bin ich jetzt ein freier Mann? Hamudi, schau hin. Geh näher ran. Hamudi, näher ran. Mach's laut. Der Arme hat doch Schmerzen. Wie lange soll sie denn noch drin bleiben? Ich bin dafür, dass jemand essen muss, diese Karotte jetzt. Aber nicht ich. Ich habe sie schon reingeschoben. Dann Hamudi. Ja, ich bin auch dafür. Du willst diese Karotte essen. Du willst sie essen. Entfesselt Hamudi. Ihr sollt Hamudi entfesseln. Entfessel ihn doch. Hallo. Ich war doch gerade mit dem Handy dran. Warte, ich mach. Ey, zum Glück hast du Übung, ne? Das sieht alles noch in Ordnung aus. Du sollst. Ja, Hamudi, ich mach immer Bodenbeckenübung. René zur Seite. Hamudi, zieh es raus.
Mach langsam, ja, mach langsam. Kann ich noch eine? Werd die Chef dir drücken, ja? Kann ich noch eine reinlegen? Nein. Wie? Nein. Ich frag Uno. Tschüss raus. Ich hab die Karotte hier. Gott. Das ist die Karotte, Jungs. Gott. Seht euch die Karotte an. Du bist eine noch wahre fertig. Karotte. Sie riecht nach Curry. Und nun. Weiß mal rein. Machst du Folgendes. Der Zug ist weg. Ja. Bring das Mädchen wieder her. Sie ist meine Frau, ja, und kein Mädchen. Herkomm. Du, ihn. Du isst nun die Karotte. Ja. Was? Ich? Okay, das ist krass. Hamudi. Mach das weg von meiner Nase. Hamudi, gib mir die Karotte im Mund. Ey, das ist crazy, dass sie das ist krass gerade. Ey, aber das wäre der optimale Liebes. Ich kann es nicht, ich muss kotzen. Ich schwöre es euch. Das ist dein Mann. Ey, wartet mal ganz kurz. Ja, und das, er ist trotzdem ekelhaft. Was? Hey. Wow. Also, mal ganz kurz. Biffin hat doch nur gesagt, dass wir das machen müssen, was auch gemacht worden ist. Und nicht... Moment. Was dazu addieren. Verstehe ich das richtig? Dass du die Karotte nicht essen willst und deinen Mann lieber sterben siehst? Nein, ich esse die Scheiße jetzt, aber ich kotze dann. Ich sag euch das jetzt schon. Hä, aber warum muss ich hingerichtet werden, wenn sie die Karotte nicht isst? Du wirst nicht hingerichtet. Ich hab doch schon Arsch hingehalten. Er wird nicht hingerichtet, wenn ich es nicht esse. Ja, dann esse ich es nicht. Ich verstehe. Guck mal. Ja? Deine Frau hat soeben bewiesen, dass sie nicht wirklich deine Frau ist, sondern nur auf dein Geld aus ist. Ich hab aber kein Geld. Das hab ich doch schon. Ja, jetzt hab ich keins mehr. Sie hat schon das Geld bekommen. Sie war nicht bereit, die Karotte zu essen. Oh doch, ich esse die jetzt, Mann. Mach keinen Fitner, du Arsch. Willst du wirklich so eine Frau an deiner Seite haben? Ja, aber er sagt, die Uno hat gute Punkte getroffen, ne? Jetzt mal der Mutti wirklich. Sie wurde bezahlt? Ich hab sie mitgebracht aus Thailand. Richtig? Ich verstehe. Dann iss die Karotte. Du wurdest dafür bezahlt. Na, eigentlich wurde sie nur dafür bezahlt, meine Frau zu werden. Amudi, kannst du die aber in zwei Hälften brechen, kurz bitte? Ich kann irgendwie die nur mit einer Hand tragen. Nein, du kannst auf beide Hände. Wie denn, zeig mal? In der Mitte, wo der Kotbrocken dran hängt, da einfach durchblechen. Warte, ich benutze einfach das Auto. Oder René, kannst du dich kurz beugen? Nein, bitte nicht, ich habe meinen Teil schon gemacht. Ja, okay, dann scheiß drauf, komm. Hamudi hat ein wenig. Hamudi, du kannst doch einfach die Hälfte abbeißen und dir die andere Hälfte geben. Ich hab die schon kaputt gemacht. Ich hab die schon gemacht. Stopp! Okay, komm jetzt. Es reicht! Was? Ihr Perverslinge, entfesselt sie. Wir fahren weg. Boah, es riecht nach Thai Curry hier. Widerlich. Wir sind die Perversen. Könnt ihr uns ein Würfelpark rauslassen? Guck mal! Ja? Das war eine Lehre von Mr. Büffel. Ja, kannst du ihm was von mir ausrichten, ja? Sagt nichts Falsches. Nee, aber was ist das mit der Freilandhaltung?